Jede Veränderung ist Vorbote einer neuen Entwicklung. Und dass der neue Waidhofener Bürgermeister Magister Werner Kramer Neues vorhat, das signalisieren bereits die neuen Bilder im Sitzungszimmer, sein neues Büro im Freskenzimmer, unmittelbar zwischen dem neuen Büro des Magistratsdirektors und dem Stadtentwickler. Kräftige symbolische Muskeln für eine dynamische Zukunft. Herr Bürgermeister, Sie sind nun genau 2 Tage im Amt. Wie war das eigentlich, wie Sie das erste Mal über den Marktplatz gegangen sind beim Wochenmarkt? Ja, ich muss zugeben, ein Gefühl, das schon sehr eigenartig ist. Ich habe mich ein bisschen daran erinnert, wie ich als junger Lehrer ins Gymnasium gekommen bin, die Stufen hinaufgegangen und da haben mir die Knie ein bisschen geschlottert. Und ich gebe zu, das war sehr ähnlich, wie ich das erste Mal über den Wochenmarkt hier gegangen bin. Aber es macht mir Freude, es ist mir eine große Ehre, ich weiß, dass es eine Verantwortung ist und ich denke, ich werde mich nach Kräften bemühen und nach allem, was ich weiß, einsetzen. Sie sind seit 2002 schon im Gemeinderat und schon seit 2008 Finanzstadtrat. Da haben Sie einen großen Einblick gefunden und wissen eigentlich über die Stadt Bescheid. Trotzdem ist es etwas anderes. In Ihrer Antrittsrede haben Sie gesagt, dass Sie auch sehr Wert auf Jungunternehmer und auf Jugend legen werden. Und eine Ihrer ersten Amtshandlungen war eine für die Jugend. Ja, also das muss man schon ganz ehrlich sagen, Waidhofen braucht eine Zukunft. Das ganze Ibstal braucht eine Zukunft. Wir sind in Zeiten, die durchaus herausfordernd sind. Wir haben wirtschaftliche Veränderungen, wir haben gesellschaftliche Veränderungen. Die Menschen werden mobiler mit den Arbeitsplätzen. Alles das verändert sich. Und ich glaube, da muss Waidhofen in diesen Zeiten auch die richtigen Antworten geben. Und da gehört einfach die Jugend wirklich in den Mittelpunkt gerückt. Und daher werden wir bei den Jungunternehmern am Bene-Aral wirklich alles daran setzen, dass wir hier ein entsprechendes Zentrum schaffen. Wir werden schauen, dass wir dort auch für junges Wohnen ein entsprechendes Angebot schaffen. Und das von Ihnen angesprochene heutige Ereignis, nämlich die Eröffnung von Pavillons im Konviktgarten, gestaltet mit jungen Besucherinnen und Besuchern vom Bagger, das war schon auch ein sehr schönes Ereignis und das zeigt ein bisschen auch die Richtung, wo ich mir denke, in die Waidhofen gehen muss. Ja, Sie haben sehr gut gewirkt unter den vielen Jugendlichen, ein jugendlicher Bürgermeister. Generell ist es so, dass Sie auch in Ihrer Antrittsrede die großen Richtlinien angesprochen haben, Wirtschaft, wie Sie jetzt auch gesagt haben, Beschäftigung natürlich. Aber natürlich die Herausforderungen der neuen Zeit sind doch weitgreifender. Es spielt zum Beispiel das Internet eine große Rolle. Es ist auch so, dass das Internet das Leben verändert, wenn ich mir jetzt so die Wirtschaft in der Stadt anschaue. Planen Sie das auch in Ihr Gesamtbild ein? Ja. Also das eine ist ganz sicher die Breitbandtechnologie. Die wird in Waidhofen eine große Rolle spielen. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir hier im Ibstal und im speziellen in Waidhofen Pilotregion sein werden. Das heißt, wir werden hier in absehbarer Zeit wirklich auch diesen Breitbandausbau zumindest einmal für eine Gruppe von 100 Haushalten zur Verfügung stellen können. Aber das ist uns nicht genug. Wir haben bereits in Auftrag gegeben, wirklich eine Planung, eine flächendeckende Planung, wenn wir jetzt Wasser, Kanal, Straßen, was auch immer aufgraben und Leitungen verlegen, dann wird es hier genau die richtige Breitbandleerverrohrung mitgeben. Das ist etwas ganz Wesentliches. Wir sind zwar nur 25 Kilometer von der Westautobahn entfernt, aber diese 25 Kilometer sind in einer globalisierten Welt eine enorme Distanz. Das ist einmal das eine. Das andere ist sicher, was Sie angesprochen haben, das Internet verändert auch das Handelsverhalten, das Einkaufsverhalten der Menschen. Aber ich glaube, dass hier der Trend durchaus auch wieder zurückgeht. Wenn man sich anschaut, dass die Waidhofen mit seiner Innenstadt wirklich hier ein hochqualitatives Angebot hat, egal ob das jetzt im Bekleidungssektor ist, egal ob das am Nahrungsmittelsektor ist, mit dem Wochenmarkt, mit dem Hofladen, mit all unseren, durchaus auch mit den Filialen von Spar und so weiter. Ich glaube, die Menschen merken, dass Nachhaltigkeit nicht durch das Internet gegeben ist, sondern Nachhaltigkeit wirklich auch dadurch gegeben ist, dass ich Qualität vor Ort kaufe. Ich möchte hier auch zum Beispiel die Buchhandlung ansprechen. Man weiß ja ganz genau, wenn man hingeht, wenn man die ISBN-Nummer
weiß. Wenn man hier mit dem Buchhändler gemeinsam, die auch, der sucht einem die auch heraus, dann hat man am nächsten Tag das Buch. Da kann ein Händler wie Amazon nicht einmal mit. Und das müssen wir den Weidhofnerinnen und Weidhofnern oder den ganzen Bewohnern vom Ibstal wirklich auch bewusst machen. Wie wollen Sie das tun? No, ich denke, da gibt es ja auch interessante gesamtheitliche Ansätze im Rahmen der Eisenstraßenstrategie. Dass wir hier wirklich, egal quer durch alle Bereiche, die ich gerade angesprochen habe, eine Bewusstseinskampagne machen. Und wie wollen Sie das tun? Also, der Wochenmarkt. Das ist die große Frage der Zeit. Indem man diejenigen, die das Angebot haben, die noch besser unterstützt. Denn die beste Propaganda ist die Mundpropaganda. Wer diesen Wochenmarkt einmal besucht hat und die Qualität weiß, der sagt, nie wieder fahre ich irgendwo, weiß ich nicht, vielleicht nach Amstetten oder nach Steyr oder irgendwo zu einem Großfilialisten, wo ich es vielleicht noch günstiger haben kann. Da weiß man einfach, dass man hier eine Qualität hat und dass diese Qualität auch hier ihren Ursprung hat. Dass das Menschen sind, die das hier produzieren und dass man sich auf diese Qualität auch verlassen kann. Also Sie nutzen die Möglichkeiten der digitalen Welt, haben aber keine Angst, dass sie überhand nimmt und mehr Einfluss gewinnt und das Handwerk sozusagen, das städtische Leben dadurch ins Hintertreffen gerät. Angst habe ich keine davor. Man muss sich bewusst sein, dass die Gefahr natürlich da ist. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn man sich das anschaut, gerade in Weidhofen, da steht ja wirklich auch dieses Handwerk noch in einer enormen Tradition und lebt nach wie vor. Wir haben einen Geigenbauer, wir haben einen Hutmacher, einen Buchbinder, der zumindest in Weidhofen lebt, leider sein Geschäft nicht mehr da hat. Und. Also da ist ja wirklich auch eine dementsprechende Tradition da, die nach wie vor leben kann. Und ich glaube, dass es auch durchaus eine junge Unternehmerschaft gibt, die ebenfalls hier auf diesen Zug anspricht. Ich freue mich zum Beispiel Freiwild. Kurze Zeit ein Pop-Up-Store in einem leerstehenden Geschäft und jetzt wird schon tatsächlich ein richtiges Geschäftslokal umgebaut mit einem entsprechenden Hintergrund, einem Raum, wo Vorbereitungsarbeiten getroffen werden kann. Also das stimmt mich für Weidhofen wirklich sehr, sehr hoffnungsvoll. Ich glaube, dass die Rahmenbedingungen hier einfach hervorragend sind, dass man Qualität auch hier anbieten kann, abseits und ohne Angst vor der Konkurrenz aus dem Internet. Sie haben jetzt interessanterweise hauptsächlich Manufakturen angesprochen, die natürlich sehr adäquat für das Stadtbild auch passen würden. Ist das eine mögliche Zukunftsvariante, die zusätzlich zum wirtschaftlichen Aufschwung natürlich immer eine gewisse Funktion haben könnte? Na, schauen Sie, in dem Markenkonzept, das wir uns in den letzten 1,5 Jahren verpasst haben, da spielen die Macherinnen und Macher, die in dieser Stadt leben, die hier immer gelebt haben, auch in der Vergangenheit, und auch nach wie vor hier tätig sind, die spielen eine große Rolle. Das ist etwas, das zeichnet uns eigentlich aus. Das sind Menschen, die Ideen haben und die diese Ideen auch umsetzen. Das sind dann meistens auch Familienbetriebe. Und jeder Familienbetrieb, der in diesem Ort, in dieser Stadt hier wirklich seinen Sitz hat, der ist im besten Sinne des Wortes nachhaltig. Ich glaube, wir müssen uns auch dessen bewusst sein, natürlich große Betriebe sind wichtig. Gerade für diese Region ist auch enorm, was hier für ein Wirtschaftsstandort tatsächlich im Rahmen der Eisenstraßenentwicklung entstanden ist. Aber das ist das eine, das ist wichtig und das ist sozusagen die Speerspitze. Aber diese breite Basis, diese Klein- und Mittelunternehmen, die selbstständig tätig sind, die kreativ tätig sind, die sich Nischen suchen, aber diese Nischen auch wirklich dann ausbauen zu einem echten Markt, das ist es, das muss uns in Weidhofen ganz ehrlich gesagt einmal jemand nachmachen und da bin ich schon stolz auf die Unternehmerinnen und Unternehmer, die hier in dem Bereich tätig sind. Auf diesem Gebiet dürfte es noch ein sehr großes Reservoir geben. Weniger groß ist der Reservoir, was die finanziellen Mittel der Stadt betrifft. Ich glaube, es hat noch nie einen Bürgermeister gegeben, der mit, spreche ich nur von den finanziellen Belangen, mit so einem Rucksack starten musste. Ja. Man kann die Zeiten nicht ändern, man muss sie nehmen, wie sie sind. Ich denke, wir haben im Jahr 2008, 2009, wo ja eigentlich diese Krise wirklich zuallererst über uns hereingebrochen ist, relativ rasch die richtigen Schritte gesetzt. Wir haben mit dem 10-Punkte-Programm unsere Strategie ausgerichtet. Wir haben gesagt, wir wollen den Schuldenstand reduzieren und wir investieren dort, wo es auch wieder zurückkommt.
Wir haben das in den vergangenen Jahren gemacht. Wir haben seit 2009 den Schuldenstand insgesamt um über 4 Millionen Euro reduziert. Das ist, denke ich, durchaus eine beachtliche Leistung. Und wir haben gleichzeitig aber in die LED-Beleuchtung investiert. Etwas, das sich ja erst in absehbarer Zeit wirklich rechnen wird. Wir haben ein Kraftwerk gebaut, zugegebenermaßen mit einer ausgelagerten Gesellschaft. Wir haben trotz... Zugegebenermaßen ist gerade hier der Strompreis nicht unbedingt der ideale. Das ist richtig, aber ich denke, es ist trotzdem die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn der Strompreis momentan nicht ideal ist. Also schauen Sie, ob sich dieses Kraftwerk jetzt für eine Stadt, für eine städtische Gesellschaft in 20 Jahren amortisiert oder vielleicht erst in 50 Jahren, die Investition war eine absolut richtige. Es ist eine Energieform, wenn ich daran denke, wie anderwertig Energie hier tatsächlich produziert wird und wie hier auf Kosten unserer Jugend, unserer Kinder eigentlich hier falsch Energie produziert wird, dann ist das auf alle Fälle eine richtige Entscheidung. Hat der Leithofen noch eine Zukunft, was Alternativenergie betrifft? Haben Sie da etwas im Kopf, was in diese Richtung gehen würde? Ich meine, jetzt rede ich nicht unbedingt von Windrädern, aber es gibt viele andere Möglichkeiten. Es gibt durchaus andere Möglichkeiten. Also ich denke auch, man kann im Bereich der Wasserkraft noch einmal innovativ tätig sein. Wir haben, glaube ich, das große Glück, dass in unmittelbarer Nachbarschaft eine wunderbare Firma da ist, die gerade für Furore sorgt mit ihrer Schnecke, für eine Wasserschnecke, die neben einer Fischaufstiegsleiter auch Strom produziert. Ich denke, da haben wir auch noch Potenziale, wie wir das, was uns die IPS bietet, hier nutzen können, ohne dass wir die IPS wirklich von einer Staukette zur anderen hier wirklich zubetonieren. Das ist das eine. Im Bereich der Solarenergie muss man sich die Situation wirklich genau anschauen. Auf den ersten Blick würde man ja sagen, gut, wir haben sehr viele Hahnklagen, wo der Wohnbau einfach nicht möglich ist. Was würde auf den ersten Blick dagegen sprechen, dass man das wirklich hier konsequent in Südlagen zur Erzeugung von Sonnenenergie nutzt? Das muss man sich einfach auch wirklich genau anschauen. Viel Energie ist in Leithofen auch immer in Parteipolitik gesetzt worden, natürlich auch herausgefordert durch eine absolute Mehrheit, wo sehr strikte Grenzen von vornherein da waren. Sie sind aber bekannt als Mann des Konsenses. Wie schaut es da bei Ihnen innerlich aus? Werden Sie auch weiterhin diesen Konsens, diese Konsenspolitik wirklich fördern und auch diesen Weg gehen? Also dafür stehe ich absolut. Denn ich glaube, das ist unbestritten, das mag wie ein Schlagwort klingen, aber die Weidhofnerinnen und Weidhofner haben ein Recht darauf, dass die von ihnen gewählten politischen Mandatare wirklich arbeiten und nicht streiten. Ich verstehe natürlich, dass es immer unterschiedliche Ansätze geben wird. Das ist historisch geprägt in Österreich. Auch ich fühle mich absolut einer Partei zugehörig. Aber ich nehme schon in Anspruch, dass ich gerade in Weidhofen versuche und auch, glaube ich, sehr erfolgreich versuche, ein Kästchendenken zu vermeiden. Sondern, dass man wirklich versucht, sich an einen Tisch zu setzen, gewisse Dinge auszureden und dann das Beste herauszuholen. Dass das manchmal ein Kompromiss ist, das liegt in der Natur der Sache. Ein Kompromiss ist ja per se nichts Schlechtes, sondern ein Kompromiss heißt ja auch, dass er möglichst viele Interessen berücksichtigen kann. Und letztendlich ist das ja auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und dafür stehe ich auch in Zukunft. Aber worauf man sich auch verlassen kann, das ist etwas ganz Wesentliches. Nämlich, ich glaube, Diskussion ist das eine. Und Interessen und Anliegen, Meinungen berücksichtigen, gehört da dazu. Aber dann müssen einfach rasche Entscheidungen folgen und dann muss auch die Umsetzung dementsprechend hier wirklich zeitnah da sein. Denn ich sage jetzt einmal, Diskussionen rein zur Verzögerung und um etwa eine Sache irgendwo hinten zu halten, also dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Da kann man sich wirklich auch darauf verlassen, dass ich wirklich hier Entscheidungen und Umsetzungen forcieren werde. Was gibt es Schöneres als Abschlusswort, wenn es einen Konsens beinhaltet? Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute dabei. Danke Ihnen.